Soxil bietet kreativen Köpfen immer wieder die Möglichkeit, sich an der Einkleidung des Gebäudes zu beteiligen. So hat sich unser Federkleid seit der Eröffnung im Herbst 2015 immer wieder gewandelt. Dank talentierter regionaler Künstler und Unterstützung vom Eigentümer zieren unsere Fassaden heute verspielte Schriftzüge und detailreiche Musikerporträts. Mit diesem Projekt werden wir im Herbst einen Schritt weitergehen, weil jetzt ist die grosse Rückwand vom Oxil dran. Auf 100 Quadratmeter wird es Zoffing ein neues Gesicht geben. Künftige farbenfrohe Manier die Reisenden aus der Richtung Luzern begrüßen, die Pendler bei ihrer Heimkehr empfangen und uns allen etwas mehr Farbe in den Alltag bringen. Dieser Idee hat sich ein junges Kollektiv angenommen und ein Konzept entworfen, das mit seiner Farbe gebracht und dann den Charakteren garantiert für Aufsehen sorgen wird. Für die Umsetzung haben wir uns diversiertesten Sprayer aus der Region und ein paar Gäste von außerhalb eingeladen. Die ganze Aktion soll öffentlich genießbar am Startwochenende der Oxil-Saison 2017-18 stattfinden. Damit wir am 16. September auch wirklich loslegen können, brauchen wir allerdings noch ein bisschen Kapital, weil wir für 3 Tage eine Hebebühne mieten und hunderte Spraydosen besorgen. Doch kommen wir ins Spiel, weil ohne euch können wir das Projekt unmöglich umsetzen. Trotz Beitrag von der Stadt und dem Kanton wird es schlicht zu teuer für alle beteiligten Parteien, weil das Geld für das Kulturprogramm und den Betrieb eingeplant ist. Wir hoffen darum auf eure Unterstützung. Besten Dank im Voraus vom OX, der öffentlichen Kinder- und Jugendarbeit Zofingen und dem ganzen OX-Team.